Wir werden schöne Pilzsuppen machen. Plong, plong, plong. Huch. Meine Maus will nicht, wie ich will. So. Ich glaube, wir haben alles gesehen, ne? Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Aber jeder Pilz ist verwendet. Ja, wollte mal gucken, was für ein Baby da rauskommt. Natürlich. Aber das hätte ich dir auch sagen können. Da hättest du mich gefragt. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. So geht das hier nicht. Hier waren gerade noch Erdbeeren, hier, ne? Und hier war auch noch irgendwo ein Pilz. Ich habe ihn gesehen. Was ist denn hier los? Ich wollte gucken, was da für ein Baby rauskommt. Es ist so krass. Oh, hallöche Freizeitsurfer. Ja, ich hab die genommen, weil ich gucken wollte. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Also das habe ich jetzt erwartet tatsächlich, ne? Also unfassbar. So, wir sind schon fast gleich da. Wir noch an Ollis Hof vorbei und dann sind wir da. Du möchtest wie Andrina auch mal Königin vom Tucker-Tucker-Land sein. Auf Andrinas Discord-Channel findest du auch einen Kanal zu Farmers Dynasty. Schau vorbei und werde Teil der Community. Dankeschön im Tucker-Tucker-Land. Und ich muss sagen, ich habe, Dankeschön, liebe Sexeller, ich habe eben Tucker-Tucker-Land vorgelesen mit dem rechten, mit dem linken Auge und bin gefahren zwischen zwei Autos mit dem rechten Auge. Also wenn ich jetzt in beide Richtungen gucken kann, ist keine Kunst. Aber wir fahren gleich mal hier hinten. Weil da haben wir ja sowieso unser Zeug. Aber es ist schon ein lustiges Unterfangen, wenn man wirklich mit so einem Traktor hier lang tuckert. Mit dem anderen Traktor würden wir das Doppelte an Geschwindigkeit hinlegen. Genau das gleiche wie der Anhänger natürlich das Doppelte fassen würde oder mehr sogar. Genauso wie der Mähdrescher natürlich viel mehr fassen würde und eine viel größere Breite hätte, was das Mähwerk betrifft. Naja. Aber es wurscht. Wir kriegen das alles hin. Wir machen das schon. So. Es stellt sich nochmal schief hin. Komm, wir lassen das Rohr nochmal raus. Ich weiß nicht, ob es hilft, ob da noch was drin ist. Sehen wir mal. Dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Stopp. Nein, den haben wir tatsächlich leer gemacht. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder mähen. In Lammaschinen, ja genau, da kann man die überhaupt alle Maschinen kann man tunen. Tatsächlich. Kaffeemarsch steht nämlich. Ich stelle mir vor, wie das aussieht. Ja. So. Ich bin ja schon froh, dass Tom John mir gesagt hat, mit Tempomat fahren ist die richtige. Ist das Richtige, da bin ich schon ganz froh drüber, dass ich hier nicht noch rumtüdeln muss. So, Y, Schneidwerk an, aus, so. Und lose geht's auf unserem Feld. Also, eigentlich relativ fix. Was mir auffällt, das ist mir letztes Mal schon bei LS aufgefallen,
Bei Farmers fahre ich sogar entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Das habe ich tatsächlich. Bei LS würde mich das richtig dolle stören. Hier wiederum stört es mich überhaupt nicht, entgegen des Uhrzeigersinns zu fahren. Der fahrende Lockenwickler. Ich weiß nicht, warum ich, keine Ahnung nicht, warum mich das hier nicht stört, aber hier stört mich die Innenansicht. Oh weia, ist ja gruselig. Oh mein Gott. Das ist ja gruselig. Sag mal, Andrina, konntest du den Drescher restaurieren? Aber war das denn hier? Nein, hier nicht, oder? Doch auch. Proxima, einen wunderschönen guten Abend. Mal ein bisschen näher fahren, ne? Auslassohr raus. Und abladen. Sehr schön. Es ist verwirrend, dass das Abladen hier so dermaßen schnell geht, ne? Also. Gibt es den Drescher auch in kleiner? Das ist das Taschenformat, lieber Friedhelm. Das ist das Taschenformat. Viel kleiner ist da nicht mehr. Viel kleiner ist denn Fingerkuppe und das geht nicht. Dann kratzen wir das Getreide. Ich weiß, was du meinst. Es wird besser. Irgendwann wird es besser, Friedhelm. Irgendwann wird es besser, glaubst mir. Aber momentan müssen wir noch mit diesem Taschenformat auskommen. Ich bin ja schon froh, dass ich 2000 Tacken auf dem Konto habe. Da bin ich schon ganz glücklich drüber, dass wir uns dann auch die Kühe leisten können. Aber dafür ist er ganz schön fix. Und man muss mal sehen, die Felder sind hier nicht so groß wie die zum Beispiel im LS. Ich denke, im F-Farmers Dynasty 2 ist der Drescher kleiner. Ja. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Helmut. Hast Glück, dass Manu nicht einkaufen kann. Das stimmt. Aber hier gibt es ja auch keinen Kredit, das ist ja das. Wegen Nenja hatte ich doch gerade lackieren statt lackieren geschrieben. Wird Zeit, dass Miri kommt und mir Nenja nicht dauernd vor dem Bildschirm herumläuft. Aber die ist ja bald zu Hause. Ist er schon? Ja, die ist ja bald zu Hause. Feierabend hat sie auf jeden Fall schon gehabt. In Farmers Dynasty heißt der Drescher Sichel und Pflege. Aber glaube mir. Dann würde ich da nicht spielen. Ich werde sowas nicht mit Sichel und Flegel machen. Nein, nein. Achtung, Mickey! Achtung! 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 Wir sind bei 98%. Mickey, ich muss dich leider überfahren. Ich hoffe, du verzeihst mir.
So, das machen wir so, damit wir hier unsere Ernte nicht kaputt machen. Ich weiß, Anzeige ist raus, ist aber nicht schlimm. Können wir von der Seite auch? Ja, das geht, oder? Ja, das geht. Nee, der geht. Ja, passt, oder? Ja. Zack. Fertig. Auf Farmers Dynasty 2 und dann bitte für Multiplayer. Das wäre cool. Also so richtig. Richtigen Multiplayer. Kaum schaue ich hier rein, überfährt die gute Andrina ganz brutalst den armen Mickey. Ach, wie soll ich das sagen? Das ist Liebe. Das ist Liebe, das ist Liebe, das ist Liebe. So, was sagt ihr dazu? Kommt das Feld ernten oder mähen oder so? Geht schneller als das Wegfahren vom Getreide. Aber was macht man nicht alles für Geld, nicht wahr? So. Kollateralschaden. Nein, ich nenne das Liebe. Mickey weiß das. So. Bist du drüber? Ich glaube schon, oder? Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. So, fertig ist der Lachs. Nein, nicht anmachen. Reinmachen. So. Konnte man. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit am Überlegen, ob man ihn wirklich restaurieren konnte. Wie viel haben wir denn? Nochmal 2890. Das ist nicht ganz so viel wie vorhin. Aber erstmal lohnt sich's. Wie gesagt, das machen wir auch nur mit Weizen und Gerste, weil was anderes nimmt die Mühle ja nun nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir unten langfahren beim Agrarmarkt und mal gucken, ob wir noch die eine oder andere Kuh kriegen. Das heißt neue Frisuren, nicht Kollateralschaden. Da wäre ich dabei. Jo, Lavi. Wir machen jetzt mal zur Dings einen Umweg zur Mühle und kaufen uns mal noch eine Kuh oder zwei. Weil. Gibt mehr Milch, gibt mehr Geld. Man muss ja investieren, um Gewinne zu erzielen. Neuer Haarschnitt, okay. Ich komme noch nicht über Karl-Heinz hinweg, ganz ehrlich. Ich wollte gucken, was da für ein Baby bei rumkommt. Die ganze Zeit hämmert mir das im Kopf. Ich überlege, wollte mal gucken, was da für ein Baby bei rumkommt. Oh, Entschuldigung. Ah, diese Türen, ich hasse sie. So. Eieieiei. So, Tiere und Dünger. Also, die Katze kostet, wenn man sie besitzt,
Die nehmen wir mit. Die Katze nehmen wir schon mal mit. 132. Und dann gehen wir mal auf die Kühe. Oh. Wir könnten uns alle Kühe leisten. Wollen wir? Ja, ne? Es ist eine Investition. Egal, wir kaufen. Wir sind arm. 195 Euro. Naja, egal. Wir holen ja jetzt noch ein paar Euros. So, jetzt kann die Katze da aufnehmen. Die werden wir dann. Oh, wir brauchen Fisch für die Katze. Wir müssen angeln gehen. Oh, weia. Kühe sind Herdentiere, genau. Warte, was hat Andreas geschrieben? Wenn Farmers Dynasty. Wenn Farmers Dynasty nicht mit der alten Argon Engine, sondern mit Unreal Engine entwickelt wird, spricht nichts gegen einen Multiplayer. Die Frage ist, entwickeln sie das dann auch weiter? Investieren, hast du das gehört, Manu? Nein, Manu hat das nicht gehört. Sie hat es gesagt. Nur eine Kuh schaut immer zu. Traurig sind es doch nun mal Herdentiere. Ja, ich habe jetzt, die hat jetzt auch Freunde. Du gibst aber selbst, ja, ich muss heute, ja, heute habe ich niemanden, dem ich die Schuld geben kann. Das ist leider die traurige Wahrheit, Frau Flo. Das ist die traurige Wahrheit. Oh, hier geht's bergan mit diesem Traktor. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich denke, mit dem Erfolg von Medieval Dynasty hat man etwas Blut geleckt und höhere Ansprüche. Ja, aber ich denke, dass Farmers Dynasty weit, also länger in der Entwicklung, da das länger in der Entwicklung ist und umschreiben auf die Unreal Engine. Was passiert da hinten? Oh Gott, wo wollen die denn alle hin? Warum fliehen die denn? Das wird schon noch ganz schön Geruckel geben bei Farmers Dynasty 2, gehe ich mal von aus. Da gehe ich schon von aus. Käffchen tut gut, Strecken tut gut. Ich hoffe nicht, dass irgendwas von FD in der neuen FD2 schafft. Naja, also das Grundprinzip sollte schon drin sein. Die Fehler können sie da lassen, aber das Grundprinzip... Der gute alte Mickey, nein. Also, ich muss sagen... Dem guten alten Mickey werde ich niemals die Schuld in die Schuhe schieben können. Dafür ist meine Dankbarkeit dem guten alten Mickey gegenüber zu viel, viel, viel zu groß. Also viel zu groß. Recken und Strecken mache ich. Warte, warte, warte. Muss nur auf die Kuh aufpassen. Einmal Reck und Strecken. Komm hier in die richtige. Gut, 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 gut. Schön die Schulterblätter. Uah. Hinten zusammen. Das hat Gilio gestern auch gemerkt, dass das gut tut, mal hinten die Schulterblätter zusammenzudrücken. Vom Code und den Modellen und den übelsten DDS. Ja. DDC.
eine Kuh macht. Was ich schade finde, ist, dass man hier die Kühe nicht auf der, dass sie wirklich die ganze Zeit nur in dem Stall stehen und ich die nicht auf die Weide führen kann. Das ist echt schade. So. Bleib stehen. Und 1800 Tacos. Jawolla. Und jetzt sagt mir, dass sich das nicht gelohnt hat. Hau bloß ab, du Storch. Ich brauche noch nicht. Noch nicht. Ich habe noch nicht die Frau. Einen wunderschönen guten Abend, Beringer. Mit Frauen hat man nur Ärger. Was kostet die Welt, Andrina? Ich verkaufe nicht. Das stimmt. Ich verkaufe nicht. Ich nicht. Karl-Heinz, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Karl-Heinz seinen Namen lese, das ist wirklich unfassbar. Hast du, Karl-Heinz, hast du nur ein Kind abgewartet oder zwei? Das ist so richtig. Vielleicht ist das Mädchen ja weiß und der Junge braun. Braun gebrannt.